Das bin ich. Warum? Wer hat euch geschickt? Okay. Moment mal. Das war nicht meine Schuld. Ich wusste nicht, dass sie jemanden angreifen wollten. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Okay. Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann... plötzlich war ich hier. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hier... Da denke ich aber auch jetzt, so. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Nun, man muss schließlich überleben. Und wir stechen sofort in See. Super. Haben wir das schon mal geschafft hier? So, jetzt sind wir wieder in so einem Ladebildschirm, in einem wunderbaren. Das haben sie echt gut gemacht bei Skyrim. Ein Softwareentwickler, das müsste ich mal lernen. Vielleicht mache ich das so heimlich, so. Ganz still und heimlich. Cool. Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Na, ich weiß es nicht, aber ich lasse mich mal überraschen, wa? So, Rabenfels entdeckt. Ist ein ganz anderer Teil der Karte. Krasse Scheiße aber auch. Ey? Ist ja total neu. Ich kenne mich noch gar nicht hier, wa? Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Ja. Mirak. Ich glaube nicht. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Irgendwelche Fragen? Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Okay. Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Ach. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morwein im Stich zu lassen. Ist so ähnlich wie mit den USA und Mexiko. Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Okay. Was hat es mit... Ursprünglich war Rabenfels eine kaiserliche Stadt. Doch das Kaiserreich hat sie verlassen, als mein Volk hier eintraf. Okay. Sie ließen die Stadt in Trümmern hinter sich zurück. Doch als das Haus Redoran übernahm, bauten wir sie wieder auf und ja, machten sie zu unserer eigenen. Und sieht super aus. Schwer ist, diese Insel wohnlich zu machen. Nennen wir sie voller Stolz Heimat. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Okay, dann weiter. Die Kenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Das ist die Hauptstadt von Morrowind, seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dort her. Okay. Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides. Was auch immer der Grund war, tausende Dunmer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Das denke ich mir auch manchmal. Weiter. Ja, Lund. Ich habe mich schon gefragt. Wo muss ich denn hin? Also ich muss hier auf jeden Fall runter. Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, sprecht mit Kapitän von einem Unwetter aufgehalten. Ich muss dahin, dass es wieder aussieht. Ist das cool.
Kommt mir vor wie in Australien, das Theater. Ich glaube, das Theater? Ja, ich glaube zumindest. Ist ja auch so ähnlich aufgebaut. Zumindest von der Form. Von vorne her. Nur größer. Untersuche den Schrein. Endlich kommen wir mal in neue Gegenden. Ihr dort. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Dich den Kopf kürzer machen. Mirak, Mirak. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht, woher. Oh, wartet, ich erinnere mich. Aber es ergibt nicht viel Sinn. Mirak ist schon seit tausenden von Jahren tot. Also auf ein Glas Amaretto fällst du bestimmt ein, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Äußerst unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Miraaks. An eurer Stelle würde ich doch suchen. Okay, dann mache ich das. Du klingst übrigens schon so ähnlich wie Spock. Sind wir fertig? Dachte ich mir schon. Ja, schon lange. Doch nun sind wir durch ihn. Das erscheint mir äußerst unheimlich. Okay. Faszinierend. Durch die Berührung des Steins scheinen wir demselben Einfluss unterlegen zu sein wie die anderen. Und wenn die Welt erst sieht. Ah. Ihr scheint dem Effekt durch Einsatz eurer Willenskraft widerstehen zu können. Ja. Faszinierend. Ich würde den Stein an eurer Stelle nicht noch einmal berühren. Warum? Und wenn die Welt sich erinnert. Boah, kann mal einer nach den anderen quatschen? Ihr labert einen ja kaputt. Ah, ich kann ja. Stimmt ja. Das geht ja noch nicht. Ich habe den Ort ja noch nicht freigeschaltet. Aber schauen wir uns das Schöne doch mal an hier. Jetzt sind wir hier auf einer neuen Insel. Auf einer neuen Karte ist ähnlich wie bei Fallout 4, wo man darüber segelt. Ja. Nachdem man die Hauptmission erledigt hat, konnte man quasi noch weitere Missionen machen. Können wir uns mal einen uralten Tempel anschauen. Boah. Der ist ja richtig schön aufgebaut. Da ist alles stehen, wa? Das gute Essen. Das wird alles schlecht hier. Aber wir müssen ja wieder raus. Na, du siehst ja scheiß aus. Warum wurde die Tür zu? Ja, weil ich das so wollte. Sei mal ein bisschen ruhig und lass mich mal machen. So. Ich war übrigens, wie gesagt, noch nie hier gewesen. Also ich, das ist auch für mich komplettes Neuland. Immer schön mitsammeln. Aber irgendwie muss ich doch mal hier hoch, oder? Das ist voll die Einöde. Ich kann hier wahrscheinlich rein. Also ich laufe jetzt mal weiter. Genau, da vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwelche Pflanzen hier mitnehmen kann. Ob irgendwelche Pflanzen hier questbedingt quasi sind. Äh.